Hallo Leute, willkommen beim großen Minecraft Explorer Experiment. Es ist Zeit, eine neue Fraps-Version auszuprobieren. Und zwar 3.4.7. Ja, komische Nummer für komische Ereignisse. Und zwar haben wir es momentan so, dass ich Alarmstufe Rot zu Ende gespielt habe. Und ja, wir wollten hier unten das fertig bauen. Oder das Sach fertig bauen. Und ja. Ich hoffe, dass dadurch die Asynchronität weggeht. Durch diese Version. Das zumindest glaube ich, dass das klappen könnte. Ich werde mir dann auch das Video komplett anschauen und danach bewerten, ob das hochgeladen wird oder nicht. Ich werde sogar wahrscheinlich hier zwei Folgen am Stück machen. Oder eine extra. Ach, lasst uns wisst ihr was? Ich hab Bock. Ich hab echt Bock. Ich mach für euch hier so eine extra Extended Spezialversion Extreme. Ja, wer es nicht wusste, was das bedeutet, ich sag's euch kurz nur, wir machen 30 Minuten. Bob. Das Blöde für die Sache von den 30 Minuten ist jetzt einfach, ich mache ja hier was. Ich kann leider nicht testen, ob das für Minecraft jetzt erstmal asynchron wird oder nicht. Und de facto ist jetzt einfach, ihr seid Experiment-Teilnehmer. Heißt die 30 Minuten, wenn es alles klappt, habt ihr 30 Minuten ohne Probleme. Super Minecraft Experience Power. Experience Explorer Power. Und wenn nicht, habt ihr ja asynchrone Scheiße dann zum Schluss, aber 30 Minuten lang. Insofern habt ihr dann irgendwie doch ein leicht profitiertes Ereignis. Und wir haben keine Kohle mehr. Das ist. Haben wir nicht mal irgendwo hier Kohle? Kohle! Warum haben wir zu viel von diesen scheiß Stones hier? Und Sonne? Bitte. Sonne, 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 Sonne. Och, komm her. Ja. Sonst die Einstellungen müssten alle. Alle in Ordnung sein. Ich hoffe, das klappt auch noch soweit. Wir müssen noch ein bisschen Sandstein kabbeln, aber das wisst ihr alle. Wir gehen erstmal pennen. Und ja, das wird heute auch mit in der Folge drin sein. Wir müssen erstmal A, Kohle machen, B, Sandstein holen und C, diesen verdammt hässlichen Baum schon wieder hier abholzen. Das geht gar nicht. Ich hasse das. Hallo, hässlicher Baum. Hallo, Senex. Wie geht's dir heute? Mir geht's gut, bis ich dich sah. Und mir klar wurde, dass die Welt doch schlecht sein kann. Wie kannst du mir nur sowas antun, du hässlicher Baum? Ich wusste, dass dir das nicht gefallen wird. Deswegen bin ich hier. Danke, hässlicher Baum. So. Ach ja. Heißt also, wir müssen uns wieder hier per Stapelmeister einfach mal hochtransportieren. Und hier alles wieder wegsammeln. Ja. Das Haus wollen wir auch wegbauen. So, kleine Info am Rande. Ich will am Donnerstag, für nächste Woche, heute ist ja auch für euch Donnerstag, also den 17. November, spätestens die Folge 350 raushauen. Kann bedeuten, dass es dann doch noch von euch eine Doppelfolge rauskommt. Müssen wir mal schauen. Ich habe jetzt noch nicht so konkret gerechnet. Und bitte. Ach nee, da hinten ist noch einer. Der verbirgt sich schon wieder hier. Der will mir schon wieder böse dann tun. Komm her. Verschwinde. Ich glaube, hier ist noch einer, oder? Komm, irgendwo wird sich doch schon wieder mal was verstecken, oder? Da, ich seh's. Ich seh's doch. Du kannst dich nicht vor mir verstecken. Ich komm nur nicht ran. Ah. Sogar zwei Übeltäter. Bei beiden komme ich nicht ran. Ich dachte, ich habe alles entdeckt da oben. So verstecken die sich noch. So, das müsste aber alles gewesen sein. Ja, löst sich permanent auf. Gut. 64 werde ich schon gerne haben wollen. Ich weiß nicht, ist hier noch ein anderer Baum gewachsen? Nein, kein freiwilliger Abendort. Gut, 32 wäre auch nicht schlecht. Klack. Könnten wir wenigstens, ja, 32 haben wir jetzt gerade. Und Kohle haben wir überhaupt keine, wa? Gut, dann machen wir das mit Holz befeuern. Holz haben wir eine ganze Menge da. So. Mehr als genug. Verschwindet. Und jetzt setzt auch die Minecraft-Melodie ein. Sehr schön. Okay, wir werden einen Spaten bauen. Das wisst ihr alle.
haben aber keine Cobblestones da. Okay. Was haben wir hier? Achso, mehr als genug Setzlinge haben wir hier. Was will ich noch schnell bauen? Eins will ich noch schnell bauen. Wo wir es doch gerade haben. So, das will ich bauen. Und zwar hierfür. Klack, 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 klack. Ey, sieht viel hübscher aus. Was passiert, wenn wir die übereinander hauen? Die sieht so hübsch aus. Okay, wir bauen keinen Sandstein ab. Planänderung. Sandstein ist doch ein bisschen zu hell. Kleine Planänderung. Ja, jetzt haben wir zwar ein bisschen Sandstein, aber... egal. Ihr könnt euch ja beschweren bei eurer Mama, weil wir zu viel Sandsteine haben. Nein. Nicht bei Mama beschweren, dann kriege ich wieder Hauer von dir. Das ist nicht toll. So, Stone, Stone, Stone haben wir eine ganze Menge hier. Okay. Achso, ich wollte jetzt hier das wegpacken. So. Weggehauen. Okay. Dann mal los. Machen wir erstmal die Hälfte. Ich habe hier keinen Bock, zu viele zu machen davon. Und da drüben haben wir schon wieder Holz an Massen, was produziert wird. Gut, einmal hier war es ja. Komm jetzt, jetzt müssen wir doch ein bisschen flexibler denken. Ach nein, bitte nicht. So. Gut, dass wir das noch übrig haben. Okay, so haben wir's. Und rangebaut. Aua! Das tat weh. Sieht um einiges cool aus. Sehr schön. Dann machen wir das jetzt so. So, 7 Minuten sind von dem Experiment schon von gegangen. Ach ja, das ging fix. Und dann hauen wir das hier weg. Zack, 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 zacki, 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 zicki, zacki, haie, kacki. So, und das hauen wir auch weg. Ja, so will ich es doch haben. So gefällt mir das um einiges besser als vorher. Und hier nochmal hoch. Da haben endlich mal die Steine hier auch noch ein bisschen Sinn. Und wieder runter. Aua, das tut weh. Tut mir doch nicht mal weh. Ja, dafür kriegst du ein Steak. Nom, 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 nom. Oh Gott, Bäume. Wir müssen ein paar Bäume loswerden. Für den anderen Stone habe ich auch noch eine Vorsehung, was ich da mache. Wow, 30 Minuten, da habt ihr ja ganz schön cool was. Wie gesagt, ich hoffe, diesmal wird es nicht asynchron. Dank neuer Fraps-Version. Und hier kommt auch nicht zu vielen Fehlern. Wenn es dazu kommt, dann Entschuldigung. Wie gesagt, dafür habt ihr zur Entschädigung 30 Minuten. Ich hoffe nicht dadurch, dass es da irgendwie zig Minuten Problematik gibt. Ich kann nochmal gucken bei 20 Minuten, damit es nicht zu extrem wird, dass ich nicht irgendwo Fehler eingeschmuggelt habe. Nee, geht leider nicht. Geht leider nicht. Muss ich dann noch haben. Das ist dann so eine Sache. Ich hoffe es nicht, dass da irgendwelche Fehler... Wir hatten ja mal mit dem Misa-Pack so ein Problem gehabt, dass da diese mit der Maus da ewig kein, ewig dasselbe Bild und ja. Weiß ich aber nicht, ob es an der Fraps-Version lag oder am Misa. Ich hoffe, dass es nicht an der Fraps-Version lag. Und wenn ich wurde die Fraps-Version eh erneuert. Ja. Das Gedankenexperiment. So. Also wie gesagt, falls jetzt zu irgendwelchen Störungen kommt oder kam, dann bitte ich um Entschuldigung. Ihr seid live dabei in einem Experiment. Als Entschädigung, wie gesagt, 30 Minuten am Stück. Das muss man mal auch sehen. Und
Ja, wieso mache ich das mal als Experiment? Ja, einerseits muss hier was gemacht werden, andererseits habe ich nicht unbedingt Zeit, so viel auszuprobieren. Auch wenn ich jetzt Alarmstufe 2 durch habe, ja, einige werden sich wundern, wie schnell es doch ging. Mich, ne? Wie durch? Ja, durch. So komplett die Kartiko, durch. Wie jetzt? Ja, durch. Ganz durch. Na gut, aber ich kann schon mal sagen, leider ganz geklappt hat es nicht mit durch, denn eine Ameise, oder wie, ich konnte nur eine Ameisenmission spielen und dann hat er einen Fehler verursacht und Szenario konnte nicht geladen werden, bla blibo Keks und ja, im Endeffekt war es dann so, dass ich dann wie gesagt nur eine Ameisenmission spielen konnte und den Rest muss dann irgendwie, ja, müsst ihr ausprobieren, das ist dasselbe wie bei dem Mission, die ich leider mit den Dinosauriern hatte, dass da irgendwie Fehler verursacht werden. Ja, jetzt habe ich auch ein Stück Kohle zu viel genommen, aber das ist egal. So. Wir haben noch ein bisschen Cobblestone. Hier. Da haben wir es. 8. Sehr schön. Hauen wir nochmal rein. Wir haben es ja. Und hier auch nochmal. Gut. Nächster Bereich ist dann hier. Wo war dann wieder fleißig hier Schaffe, Schaffle, Häusle baue. Wie gesagt, falls ihr auch Fehler seht oder gesehen habt, bitte in den Kommentaren mit runterschreiben. Kann sein, dass ich komme mir das Video zwar an nochmal, aber es kann sein, ich habe da mal was übersehen. Wie gesagt, dann muss ich halt dann doch noch eine andere Farbversion nehmen. Ich werde zwar vielleicht heute Abend nochmal Minecraft produzieren und falls ich dann schon starke Fehler gesehen habe, da einfach die Fraps-Saison nochmal wechseln. Ich habe keinen Bock, dass sie asynchron wird. Also das ist jetzt so schlimm genug mit der ganzen Asynchronität. Das ist unprofessionell eigentlich total. Und deswegen ärgert es mich auch total. Jetzt habe ich gerade total mehrfach verwendet. Hat total gesagt. was war daran witzig? Keine Ahnung. Und totale Aufnahme vielleicht da. So, es wird schon wieder Nacht und ich bin auch nicht mehr fertig hier geworden. Das ist passiert so schnell. Also, aber Monster sind aktiv, oder? Ja, easy. Also, höchste Schwierigkeitsstufe. Das ist hier so Schwierigkeitsstufe rückwärts. Deswegen easy, höchste Schwierigkeitsstufe. Komm schon. Komm, noch einer und zack. Und kommen wir hier rein? Ja. Schlafen gehen. Zeit für Pennen. Och Gott. Komm, hör auf. Hör auf, hör auf. Hör auf, hör auf. Ach, ja. Hier. Zack. Und ich hoffe, es klappt trotzdem noch. Los, jetzt nochmal schnell schlafen. Ja, hat geklappt. So. Ja, das Skelett kam noch relativ früh, hat mich schon gewundert. Aber naja, jetzt ist es nur noch Knochen. Ha, und Pfeil. So, sieht schon einiges cooler aus, muss ich mal sagen. Und wie wir noch mal ein paar von den Stones produzieren, von den Half-Stones, weil ich mitbekomme, dass das nicht ausreichen wird. Und deswegen. Zack. Da haben wir 63 und 64, okay. Mal gucken. Wir müssen sie mich jetzt genau gegenüber bauen. Ich hoffe, ich baue nichts falsch. Das wird so blöd. Du bist so blöd. Du baust alles falsch. Ja. Das ist Absicht. Absolut. So. Genau, jetzt hier hinter. Weg damit. Zack. Da guckt zwar keine Sau hin, aber trotzdem machen wir das. Weil es optisch einfach schöner ist. Weil optisch einfach optisch ist. So, gut, dann hierhin. Genau. Weg damit. Und
So. Ja, ganz normal, wie wir es kennen. Ein bisschen Stufen hoch. Ist immer toll. Nein. Das hier. Zack. So. Haben es ja fast alles geschafft schon hier. Haben wir doch vielleicht ein bisschen zu viele produziert davon? Okay. Und zack. Sehr schön. Bums. Aua, das tat weh. Ist eigentlich so eine Memme. Das tat trotzdem weh. Soll es keine Memme sein. Aua. Okay, damit haben wir es auch gleich hier fertig. Reicht ja genau aus hier. Ich bin begeistert. Jetzt noch hier die Ecke. Wenn wir gar keine mehr produzieren müssen. Ich drohte dich. So. Trottelig, ich trottelig. Gut. Sieht doch schon einiges cooler aus. Ich hoffe, ihr seht es auch. Machen wir es mal so. Ich mache dann trotzdem hier einen kleinen Cut und einfach mal gucken, ob jetzt alles bisher geklappt hat. Mal kurz ein Überview und dann macht sie weiter. Die 30 Minuten sind versprochen. Denn wie gesagt, 15 Minuten war es eigentlich schon mal alles asynchron und deswegen gucken wir es mal. So, das bin ich wieder. Ja, wie sind die Nachrichten? Also Fehler habe ich erstmal nicht bekommen, aber ihr werdet es vielleicht mitbekommen haben. Also es wird ein klitzekleines bisschen asynchron nach 15 Minuten, also boah, ich hasse dich. Du elendige Fraps-Version, ich hasse dich. Ach so, kleinen Moment. So, ja, kleinen Moment habe ich gesagt. Hat einen Grund gehabt und zwar habe ich jetzt nochmal kurz was eingestellt und zwar... Hatte ich vorher so 29,97 Frames pro Sekunde und jetzt habe ich hier die berühmten 30 Frames pro Sekunde und hoffe dadurch, ja, vielleicht klappt es dann. Also Fraps sperrt ja die Frames ein, egal wie hoch du das hast hier, ich könnte rein theoretisch mal... Ich könnte rein theoretisch Minecraft... auf gut 200 Frames spielen. Auch mit weiter Einstellung, also Fahr-Sichtweise. Aber, Single das, also deswegen kommen auch manchmal diese Haker. Wird das durch Fraps immer ziemlich eingedrosselt. Also jeder, der so Let's Plays macht, der weiß es ja, dass Fraps da immer ziemlich rumblockt dann anschließend nach einer gewissen Zeit. Und jetzt haben wir auf 30 eingeschaltet, nicht auf 29,97, wie Fraps so als Vorschlag gemacht hat. Und ich hoffe dadurch, ja, dass es klappt und vielleicht ist es sogar, dass ja diese 0,03 Frames pro Sekunde einfach dann nach 15 Minuten dann wirklich so 1-2 Sekunden Unterschied machen. Kann ja möglich sein. Oder vielleicht auch bloß eine halbe Sekunde oder ja, sagen wir eine Sekunde war schon an Asynchronität führen und dann werden wir das einfach mal ausprobieren. Wie gesagt, ihr seid heute im Tester. Ich habe wie gesagt keine sowas gesehen, wie ich bei Misa mal hatte mit diesem Mauszeiger, dass der so ewig das Bild eingefroren ist und man immer nur mehr Mauszeiger gesehen hat. Das habe ich erstmal nicht gesehen. Kann aber sein, dass es trotzdem vorkam, ich oder nur vor kurz war und ich das nicht mitbekommen habe. So einfach ist das einfach. Ja, einfach ist einfach. Habe ich ja schon mal gesagt. So. Jetzt haben wir das fertig. Dann heißt das hier, wir brauchen Sand. Und ihr dachtet zuerst, wir brauchen keinen Sand. Aber doch, wir brauchen Sand. Jetzt machen wir uns eine kleine Schippe. Und... ja. Das kann man kurz hier weg. 53 Sand haben wir sogar noch. Ah, vielleicht reicht es sogar. 53, 64, 56 würde 7 sein. Machen wir das mal. So, okay, und da könnten wir hier nochmal einen 32er Stack Kohle verdampfen lassen. Oder wir machen es einfach so. Okay. Haust rein. Und hier hauen wir raus. Gut so.
Das hauen wir rein und so. Und dann hauen wir das rein und hier hauen wir es raus. Ist doch immer schön. Dafür hauen wir nochmal zwei Kohle hier rein. So freut sich auch der Nachbar. Okay, los geht's. Wir müssen Sand holen. Und wie machen wir das am besten? Erstmal indem wir rauslaufen überhaupt. Ja, da sind noch Pflanzen, ich weiß, aber... Hey, so sieht's echt viel, viel cooler aus. So. Und ich weiß, wir müssen auch die Kuppel bauen. Keine Sorge. Dafür brauchen wir nämlich auch Glas. Und nicht nur für die Seitenwände. Das ist nämlich auch noch so ein Grund, wieso ich Glas brauche. Gehen wir da drüben hin. Da ist eine ganze Menge Glas. Ja, Glas, Sand. Zukünftiges Glas. Alle, hopp. Bei Nähe vom Schloss Cobblestone, welches bestimmt schon ordentlich auseinandergenommen wurde. Wer weiß, wer weiß. Also, die sind ja immer hier so fleißig. Die Endermänner. Ja, wie sie auch genannt werden, Endernmänner. Also, weil sie alles ändern. Sehr funny stuff. Und, ja. Müssen wir mal gucken. Hier führt zwar Sand sehr weit tief runter, aber Wasser kommt ja auch sehr schnell hier. Gucken, ob wir das irgendwie gut eingedämmt bekommen. Und ich hoffe, meine Öfen gehen dann trotzdem weiter, dass es im selben Schrank bleibt. Ich glaube schon. Also, ja, wird im selben Schrank sein. Also, ich sehe noch das andere Haus hier, was wir gebaut haben. Und sogar noch das Haus dahinter mit der Melonenfarm. Apropos Melonen, da wollten wir ja auch noch was machen. Aber erstmal werden wir hier ein bisschen Sand abschaufeln. Dann können wir mal kurz nach den Melonen gehen und dann. Also, nee, dann hauen wir Glas rein und dann gucken wir nochmal nach den Melonen. Wenn ich vorher die Sonne untergeht, wie ich gerade gesehen habe, schon wieder. So viel Zeit haben wir also nicht mehr. Gut. Du Natur, du machst mir immer einen Strich durch die Rechnung. Es ist... Du Natur. Ich hasse dich. Ich hasse Natur. Und warum habe ich schon wieder Hunger? Das kann doch nicht sein. Immer wieder diese Hungerprobleme hier heutzutage. Los, Spaten. Mach schneller. Geh kaputt. Die Sonne geht unter. Ich will dich noch kaputt bekommen, du Spaten. Los, 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 los. Jetzt ist er kaputt. Rein ins Wasser. Könnte man in der Zwischenzeit ein bisschen Melone essen, wenn wir im Wasser sind. Haben wir nichts Besseres zu tun, wa? Außer vielleicht zu schwimmen, weil wir nicht mehr so viel Zeit haben. Ach, schaffen wir schon noch locker ins Strand. Oder? Ja, vielleicht doch nicht so locker. Lass uns doch ein bisschen beeilen. Komm schon. Schneller, Junge. Schneller. Reiß dich zusammen. Reiß dich zusammen. Und renne. Renne, 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 renne. Halt ab. Yeah. Kriegst auch ein saftiges Stück Fleisch am nächsten Morgen, wenn du es überlebst hast. Yeah. Rennen. Scheiß Baum da hinten sehe ich schon wieder. Und noch ein Baum, der gerade gespawnt ist. Rennen! Bett! Bett. Und morgen! Hallo! Wunderschönen guten Morgen, alle. Ja, coole. Glas. Unnötiger Stein. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und zack. Reingehauen. So, wir wollen die Melonen ernten. Glas haben wir ja gerade in Produktion. Das ist schön, dass wir das haben. Und da drüben haben wir schon eine ganze Menge Melons. Yeah. Wir rennen mal wieder schön hin. Ja, ich weiß, ich mach's da und damit kaputt. Find's cooler. Und wenn ich rüberlatsche, ist es vielleicht nicht so effektiv. Ich sollte mal ein bisschen aufpassen und nicht so immer rüberlatschen. Komm, für meine Melonenzelle. Gebt mir alles. Gebt mir eure Melonenstücke. Los. Ich brauche Melonenstücke. Ich brauche meine Melonenzelle.
Und dann komm hier nochmal schön ins Gewächshaus. Zack, 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 zack. Muss ich übrigens noch so ein komisches Teil bauen. Da. So. Weil nervig, nervig ist. Und komm, bauen wir noch eins. Ja. Was zum? Wo ist das Ding hin? Hier vorne. Okay. gut. Axt abbauen. So. Schön mit Melonen wieder eindrechen hier. So, die Seitendinger hatten wir dann fertig. Ja, das machen wir noch alles ordentlich. Dann gucken wir noch kurz nach der Gummizelle hier. Und dann, wenn wir da fertig sind, kümmern wir uns ein bisschen um Dach mit Glas und auch in der drin. Natürlich müssen wir ein bisschen Glas machen. Und dann müssen wir auch noch ein bisschen für die Etage arbeiten. Dass wir hier ein bisschen. Ja, eine neue Etage noch dazu bekommen. Gut, jetzt mal gucken. Melonen. Wir haben noch hier drin eine Melone, wa? Nee, haben wir nicht. Ja, haben wir Melonen. So, 57 lassen wir hier. Und hier haben wir noch 64. Sehr schön. Ich höre schon wieder einen Zombie. Keine Ahnung woher. Ich höre nur Zombies. Okay, und so, 16 Melonen. Machen wir uns nochmal 4. Okay. Jetzt wir noch eine machen, glaube ich, aber wir müssen erstmal schauen, wie viel wir brauchen. Und runter geht's. Ich weiß, ich habe es lange nicht mehr zugemacht. Und ja, ich weiß, ich soll eine XOR-Schaltung machen für einen gewissen Typen. Aber nein, ich weiß. Woher kommst du denn, bitteschön? Das ist mein Regal. Ich werde nirgendwo irgendwelche Zombies spawnen. Das ist doch hell genug hier drinne. Woher kam der Zombie hier rein? Das ist sowas von hell hier. Könnte ich ein Bräunungsstudio mal damit veranstalten, weil es so hell ist. Oder ist er hier von hier unten reingeschwommen? Nee, eigentlich nicht. Okay, dann machen wir hier nochmal kaputt. Zack, 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 zack. So, um ein bisschen zu sparen an Material, um ein bisschen zu schummeln. Ach, da könnten wir noch mehr schummeln. Ich sehe schon. Ja, Cobblestone oder so ein Schwachsinn. Ja, davon haben wir noch ein bisschen übrig. Gut. So, ihr habt es nicht gesehen. Licht aus. Fackel an. Wo haben wir sie? Fackel, Fackel, Fackel. Hier. Fackel an. Wohin überall? Machen wir so. Fackelmann. Der die Fackel hat. Oder sowas. So, da hätten wir nochmal Melonen sparen können. Machen wir aber. Lassen wir so. Das mit unserer Melonenzelle schon mal. Wir können mal. Ach nee, wir essen Melonsamen. Oh ja, Melonen. Melonen sind lecker, Melonen sind gesund. Insofern eignen wir uns die zu. Und heilen wir uns damit auch. Sehr schön. Und zu. Ha! Zu. Gut, dann müssten wir Glas bereit haben. Ich denke mal, Zeit hätten wir noch für alle Glaswände. Dazu beeile ich mich noch ein bisschen. Ah, jetzt sieht es schon wieder um einiges besser aus. Ja, Glaswände, wie gesagt, also hier, na, Glaswände, hier diese Glasscherben, Glasscheiben. So, jetzt haben wir das deutsche Wort dafür gefunden auch. Wir haben sogar noch 64 Glas bei uns intus. Mal gucken, wie viel wir brauchen. 64, weiß ich gar nicht. Machen wir 48 erstmal. Mehr will ich mir erstmal nicht ranwagen. Klack. Und dann hauen wir die mal hier rein.
bisschen sparsamer dadurch. Hier an den Seiten wollte ich eben keine machen. Ja, ob das ausreicht, ich bin mir da nicht so sicher. Okay. Und ich bin dann, wie gesagt, auch gespannt, ob es jetzt nochmal die jetzigen 15 Minuten asynchron geworden sind oder nicht. So, schnell hier hoch. Zack, zack. Genau, hier hin. Ja, ein bisschen brauchen wir noch an Glasscheiben. Machen wir uns nochmal, ja, 16 Stück vielleicht nicht reichen, 32 Stück nochmal. Naja, schlafen wollte ich eigentlich noch nicht. Als Information. Okay, ja, hat doch genau gereicht. Und Glas brauchen wir noch für oben sonst. Aber das machen wir erst nächste Folge soweit. Ich überlege noch gerade noch was anderes schnell zu machen dann. Boom, hier hat es voll gedonnert gerade. Ist ja mal krass. Ist hier Gewitter draußen oder was passiert? Ich höre keinen Regen. Mysteriös. Ja, sehr mysteriös. Gut, dann hauen wir noch mal kurz. Das will ich dann noch. Ah, nochmal kaputt gegangen. Das ist nicht normal. Ja, nee, müsste ich das alles mal weghauen. Nee, ich lasse das so. Sieht auch so ganz gut aus. Und ja, wir sehen uns. Boah, was für ein Wald schon wieder hier. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, euch dann noch einen schönen Tag. Und zum kleinen Test. Ja, ciao, ciao.